Moin, ich grüße euch, ist der Junge aus Thailand. Ja, ihr seht mich leicht ergraut, mitten bei der Arbeit. Und ja, wir sind schon wieder ein bisschen weiter. Hallo, ist der Junge aus Thailand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder mitten bei der Arbeit. Ja, beide involviert gerade in Außenanlage, wenn man so möchte, und innen auch. Also, Ploy. Ja, behandelt gerade schon die Außenwände mit Haftgrund. Und ja, sind so Sachen, die halt eben schon gemacht werden können, während ich noch drinnen zugange bin. Ja, können wir euch mal zeigen. Wir sind jetzt auch drinnen schon viel weiter. Und ja, mittlerweile müssen wir auch schon über eine Schwelle steigen. Hier stehen auch, wie ihr sehen könnt, Mückengitter, beziehungsweise hier ist dann schon die Tür drin, die dann der Zugang ist zum Raum. Ja, hier sind wir jetzt noch zugange. Ihr hattet schon gesehen, dass wir gespachtelt hatten. Ich bin derweil so grau, weil ich schleife. Ja, und hier die Tür ist auch schon drin. Zum Teil auch schon verschäumt. Da oben fehlt noch eine Ecke. Ja, ist dann auch wirklich mal, ja, ich sag mal, ein Fehler unterlaufen, kann man nicht sagen. Aber der Schaum, der hat so stark gedrückt, dass wir wirklich Probleme hatten, die Tür aufzukriegen. Haben wir nachbehandeln können, ein bisschen Schaum wegschneiden und dann mit Schrauben zusätzlich noch nach außen zu ziehen. Hat dann gewirkt, funktioniert. Hat also wirklich, war alles noch im Rahmen. Wir hatten schon gedacht, wäre ein bisschen schwieriger Hand zu haben, diese Sache wieder, ich sag jetzt mal, ins Lot zu bringen. Aber hat funktioniert. Also von daher, Tür geht auf und zu. Wir haben sie jetzt nur, ja, zu Zwecken, dass wir sie nicht beschädigen könnten bei unseren Schleif- und Arbeiten. Ja, putzen, verputzen müssen wir natürlich auch noch, beziehungsweise Fliesen kleben. Haben wir die Tür jetzt erstmal rausgenommen. Muss ja nicht sein, dass die in dem Arbeitsbereich da noch hingehend, ja, beschädigt werden könnte. Muss man ja nicht riskieren. Allerdings sind wir jetzt auch hintenrum so weit, dass wir da alles verschlossen haben. Hier können wir jetzt auf eine geschlossene Dachfläche jetzt auch schauen. Und da haben wir dann jetzt wirklich auch Isolierung eingebracht. Haben wir wirklich gemacht. Und ich meine, obwohl jetzt noch nicht alles richtig geschlossen ist, dass das schon Erfolg zeigt. Also ich meine, man kann da drin recht gut aushalten, obwohl wir jetzt heute auch wieder schon starke Sonne haben. Sind jetzt nicht die übermäßigen Temperaturen, aber warm genug. Und ich meine, man merkt es schon, also dass es was bringt. Wir haben jetzt auch schon überlegt, da werden wir dann im Nachgang in unserem Haus, werden wir es auch noch machen. Also bringt wirklich was, habe ich nicht gedacht. Es waren jetzt wirklich kein Styropor, für das wir uns entschieden haben letztendlich. Wir haben kaschierte Dämmwolle genommen, 2 Zoll dick, sprich 5 Zentimeter, oben aufgelegt und siehe da, scheint es schon Erfolg zu zeigen. Sind wirklich begeistert davon. Wir sind jetzt mit dem Schleifen durch, ist natürlich immer eine riesige, staubige Angelegenheit. Ja, Ploy macht jetzt gerade so die letzten Reste weg. Ja, und kontrollieren nochmal mit vier Augen die Decke. Die kleine ist natürlich mitgemacht. Und die Löcher sind auch schon erstellt für die Lampen. Das sieht jetzt soweit gut aus, so dass wir jetzt erstmal einen Grundanstrich machen können. An der Stelle mal ein Tipp von mir noch. Wenn ihr euch denn so Sachen kauft in Bezug auf Trockenbau und ihr habt da so einen Fachberater, sag ich jetzt mal, wenn ihr euch nicht selber auskennt, ich kann nur empfehlen, also man wird euch versuchen, diese Verbindungsstreifen, die sind hier in Thailand so schmal, das ist auch fast nur Papier, ja, die euch anzudrehen. Ich kann hier empfehlen,
haben wir jetzt hier auch gefunden, wie in Deutschland auch, so Glasfaserwand. Kann man damit einspachteln. Die werden hier in Thailand ja als Verbindungsnaht für Feuchtraumgeschichten werden die benutzt. Die haben wir jetzt mal hier mit eingespachtelt. Ließ sie auch super verarbeiten, weil wir gemerkt haben, wir hatten noch unsere Decke beziehungsweise unsere ganzen Decken ja mit diesem dünnen ja, Papierband da behandelt und ist nicht so toll, ist nicht so gut zu handhaben. Die Maschen sind viel zu klein, du klebst es quasi nur auf und ja, der Spachtel dringt nicht durch. Hast du dann hier mit dem Faserband natürlich eine bessere Verbindung, ganz klar. Ja, wir haben jetzt derweil angefangen mit dem Grundanstrich in der Decke. Ich bin also mitten jetzt dabei. Ist so ein ja, typischer Primer. Deckt allerdings auch schon ganz gut ab. Wir haben Pleu hier schon, auch hier drinnen weiter dran ist. Mit Haftgrund alles zu machen. Übrigens nur mal so als Info für diejenigen, die es interessiert. Das ist also das Produkt, wo wir hier mit unseren ganzen Bauten gemacht haben. Fragen ja schon mal Leute nach. Kann man empfehlen, für neu wie für Altbauten. Also funktioniert super und der Unterschied ist auch merklich spürbar, nachdem die Fläche behandelt worden ist. Also wenn du dann drüber fühlst, ist auch deutlich zu fühlen, wirkt und ist auch super, damit einem der Putz halt eben nicht direkt antrocknet auf der Wandfläche, die ja hier in Thailand ohnehin immer warm ist. Ja, wir haben wieder spät am Nachmittag, waren heute mal beide fleißig, haben viel getan. Also Pleu hat es fertig gebracht, mit Haftgrund die ganze Bude von innen und außen zu schaffen. Ja, wir arbeiten immer so ein bisschen strategisch der Sonne hinterher, ja. So, morgens kann man hier auf der Seite hinter mir sehr gut arbeiten, da ist man am Schatten und dann wandert die Sonne tagsüber hinten rum und dann kann man hinten rum ja alles bewerkstelligen beziehungsweise dann auch gut arbeiten. Genauso werden wir es wahrscheinlich mit dem Putz dann auch machen. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir schwerpunktmäßig erstmal hier innen drin fertig werden wollen, dass man sagen kann, da kommt jetzt mal unverhofft jemand und ja, dem könnte man immer noch anbieten. Hat man einen über den Durst getrunken, dann leg dich hier rein. Okay, so wollen wir es handhaben. Und also schwerpunktmäßig erstmal hier innen drin fertig werden, auch mit dem Badezimmer. Und ja, sollte dann soweit sein, dass man sagen kann, hier kann auch mal einer übernachten. Wir sind jetzt heute soweit. Ja, hier haben wir ja grundiert die Decke, wobei ich dann schon im Badezimmer ja einen Anstrich gemacht habe, der jetzt gerade noch abtrocknet. Ich bin dann mal gespannt, man kann noch Schlieren sehen. Wenn er dann abgetrocknet ist, ja, wird sich die Überraschung zeigen. Ich bin da jetzt zweimal drüber gegangen. So sieht's dann jetzt aus. Ja, werden dann natürlich, weil wir ja sagten, erstmal innen drin fertig werden wollen, dann anfangen hier mit dem Putzen. Sollte nicht so lange dauern, weil es sind relativ kleine Wände mit, ich sag jetzt mal, auch viel Fensterausschnitten, beziehungsweise Türen auch. Also ist dementsprechend nicht lange daran zu arbeiten, so habe ich mir das gedacht. Die Badezimmergeschichte wird bis zur Decke gefliest, so wie bei uns auch. Dass man von daher ja dann auch mit dem Fliesen, ich sag jetzt mal, relativ schnell und zügig vorbei sein müsste. Das war's mal von uns heute wieder mit so ein bisschen Fortschritt wieder von unserem Bau und ihr konntet jetzt auch sehen, dass die Decke halt eben jetzt auch außen geschlossen ist und halt eben isoliert. Ja, hierdurch kann man jetzt auch noch die Isolation sehen. Ich versuch's mal da zu legen. Ja, kann man sehen. Glänzt da oben drüber so ein bisschen. Was mal von uns. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Der Jürgen aus Thailand. Tschüss.